In Berlin sieht es schlimmer aus, als es ist. Die Divisionen müssen auf jede Weise aufgefüllt werden, zur Not mit Zivilisten. Wenn die Sowjets vor Berlin zurückgeschlagen werden, so wäre das ein großes Beispiel. Die ganze Welt würde aufhorchen. Wenn es wirklich stimmt, dass in San Francisco unter den Alliierten Differenzen entstehen und sie werden entstehen, dann kann eine Wende doch nur eintreten, wenn ich diesem maßlos gewordenen proletarisch-bolschewistischen Koloss entgegentrete. Schlage ich hier erfolgreich und halte ich die Hauptstadt, dann kommen die anderen doch zu der Überzeugung, dass es nur einer sein kann, der den Bolschewiken Einheit zu gebieten in der Lage ist. Und das bin ich. Wenn ich diese Schlacht gewinne, dann verspreche ich mir davon nicht für meinen persönlichen Namen, nicht für meinen persönlichen Ruhm. Es ist für die Geschichte. Du, kennst du die Figur im Auswärtigen Amt? Die wird schrecklich gut in meinen Garten passen, zu dem Bassin. Bitte schön, kaufst du mir doch, wenn alles gut geht und wir noch aus Berlin rauskommen. Aber Chopper, ich weiß doch gar nicht, wem sie gehört. Wahrscheinlich ist sie Staatseigentum, dann kann ich sie nicht in deinen Privatgarten stellen. Du musst dem alten Fritz nicht alles nachmachen und auch so unappetitlich rumlaufen wie er. Das ist schließlich mein Arbeitsanzug. Ich kann mir doch nicht eine Schürze umbinden, wenn ich zur Lagebesprechung gehe und mit Farbstiften hantieren muss. Zentrum von Berlin steht unter Artilleriebeschuss. Granaten sind in dichter Folge am Brandenburger Tor, am Reichstag und bis hin zum Bahnhof Friedrichstraße eingeschlagen. Von wo kommt der Beschuss? Mein Führer, wir haben noch keine Meldung. Ich spreche gerade mit Koller. Koller, geben Sie mir Koller. Koller, Sie wissen, dass Berlin unter Artilleriefeuer liegt? Nein. Ja, sagen Sie. Hören Sie den Beschuss nicht? Nein, ich bin in Wildpark Werder. Riesige Aufregung in der Stadt. Die Russen sollen eine Eisenbahnbrücke über die Oder haben. Der Feind hat keine Eisenbahnbatterie an der Oder. Es handelt sich hier nicht um Fernfeuer. Der Divisionsgefechtsstand der Flak am Zobon gemeldet, dass es sich hier um Geschütze nur des Kalibers 10 bis 12 Zentimeter handelt. Die russische Batterie ist bei Marzahn in Stellung gegangen. Das sind ja nur 12 Kilometer bis zum Stadtkern. Ist der Russe schon so nah? Man müsste die ganze Luftwaffenführung sofort aufhängen! Das ist unerhört. Unerhört! Der Russe steckt 12 Kilometer vom Stadtkern. Und ich erfahre das sozusagen auf Nachfrage. Mein Führer, vielleicht handelt es sich ja wirklich um Fernfeuer. Sie erwähnten eine Eisenbahnbrücke über die Oder. Ach, Unsinn! Scheiße! Ich habe den Gefecht schon nicht verlegt! Mein Führer, das kann und darf nicht sein.
dass diese kulturlosen Besten Europa überschwemmen. Ich bin das letzte Bollwerk gegen diese Gefahr. Der Kampf von Berlin ist die deutsche Schicksalsschlacht. Allein in Berlin lässt sich ein moralischer Welterfolg erzielen. Wenn dem Führer der Tod bestimmt sein sollte, muss er das Ende in den Trümmern der Hauptstadt suchen. Nichts anderes ist er der Treue zu seiner weltgeschichtlichen Aufgabe und seinem historischen Rang schuldig. Ah, Mohnke, Sie sind da. Mein Führer? Ich habe heute den Fall Clausewitz ausgegeben. Berlin wird Frontstadt. Sie übernehmen als Kampfkommandant die Sicherung des Regierungsviertels. Mein Führer, wenn es in Berlin zur Schlacht kommt, wir werden kämpfen bis zum letzten Mann.